als Farben des Lichts, eben aus dem Grunde, weil man durch die verschiedenen Lichter, sei es durch die Sonne, frühmorgens, spätabends, oder eben durch künstliches Licht, wie in der Hafencity, wie in Hamburg, durch das viele Neonlicht, man ganz anderen Eindruck von der Umgebung gewinnen kann. Ich habe hier zum Beispiel ein Ruhmfoto, wo man die Elbphilharmonie und den Hamburger Hafen zum Beispiel sieht, alles wunderbar beleuchtet, ganz tolle Farben. Aber auch hier sieht man die vielen bunten künstlichen Beleuchtungen, die man nur während der Dunkelheit sehen kann. Ich bin ja noch berufstätig und habe dann nur am Wochenende Zeit, mal in der Frühe zum Beispiel Bilder aufzunehmen. Das kann man hier vielleicht auf diesem Bild wunderbar sehen. Das ist frühmorgens am Hebbelsdorfer See entstanden, zum Sonnenaufgang. Ich bin ca. 3 Uhr, 3.15 Uhr dann losgefahren und fährt eine gute Stunde, ehe man da ist. Dann kommt die Sonne auch schon hoch. Dass das eine Bild von Wedel ist hier in dieser Ausstellung im Augenblick. Genau. Wie ist das zustande gekommen? Das Bild ist zustande gekommen, wie man es vielleicht am Himmel auch ein bisschen sehen kann, abends zum Sonnenuntergang. Und zwar habe ich seit ca. einem halben Jahr eine Drohne. Und das ermöglicht mir natürlich nochmal ganz andere Perspektiven zu zeigen. Und ich finde diesen Gesamteindruck von der Wedeler Hafenkante sehr spannend, wo man nicht nur das Fährhaus mit dem Fähranleger, sondern auch den neu gestalteten Hafen mit dem inzwischen fertiggestellten Hotel wunderbar sehen kann. Ich bin ja gebürtiger Wedler. Mhm. Wedel ist meine Heimatstadt. Ich habe von allen Fotos, die ich auf meinem PC habe, mindestens 30, wenn nicht sogar 40% reine Wedel-Fotos. Seit ca. 10 Jahren gibt es von mir auch einen entsprechenden Wedel-Kalender jedes Jahr. Der Kalender ist ab kommenden Montag erhältlich, sodass ich am Montag dann in den bekannten Verkaufsstellen Parfümerie Nickel, Buchhaus Steyr, SST Neumärkel und natürlich auch bei Wedel Marketing die Kalender wieder verkaufe.